Samstagsausgabe Let's Play LSP10. Nordfriesische Marsch, Vierfach Map, 2-1 ohne Gräben. Ja. Was machen wir? Wir schnappen uns ihn hier mal. Der ist schön schnell. Wir haben uns ja Feld 45 gekauft in einer der letzten Folgen und sind fleißig dabei, das Feld zu düngen. Jetzt ist es so, der Düngerstreuer ist leer. Das heißt, ich muss jetzt eben mit dem Überladewagen darüber und den auffüllen, damit wir den Rest auch noch eben verwurstet kriegen, sozusagen. Und deshalb schnappe ich mir hier jetzt mal eben den Fast Track, den ich sowieso sehr selten fahre. Warum eigentlich? Weiß es nicht. Und dann mal eben ein bisschen Dünger dahin zu bringen. Ich glaube, jetzt weiß ich wieder, warum ich den nicht so oft nehme. Er ist zwar schnell, aber hat irgendwie nicht viel Leistung scheinbar. Naja, egal. So. Und ich lasse meinen Düngerstreuer mitten im Feld stehen, weil wenn ich den da jetzt rausfahre, finde ich den Punkt nie wieder, bis wohin er gedüngt hat. Und ja, wir bereiten uns dementsprechend vor auf die große Ernte-Saison, die demnächst wieder ansteht. Das ist ja nun an der Zeit, wieder zu ernten. Gucken, wie lange uns das beschäftigt. Es ist ja auch nicht mehr, sind keine, ja doch, keine 3 Monate mehr, es sind noch so 10, 11 Wochen bis LS19. Ja, 500 Folgen kriegen wir auf jeden Fall voll. Red Action hat ja gestern seine 900. Folge hingekriegt. Und er sagt ja auch, er macht noch auf jeden Fall 1000 Folgen, macht er. Das ist schon krass, 1000 Folgen. Respekt, echt, für diese Kontinuität, für das Durchhaltevermögen. Das ist schon echt der Hammer. Ja, wir hier, 500 Folgen. Hätte ich auch nicht gedacht. Noch nicht mal ein Jahr dabei und schon 500 Folgen. Hätte ich mir auch nie denken lassen, dass ich das tatsächlich schaffe. Aber es liegt an euch, weil ihr schaut zu und ihr... Ja, kommentiert, ihr liked, ihr disliked, ihr abonniert und so weiter. Und ja, für euch mache ich das. Sonst, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt 2 Abonnenten hätte oder so, weiß ich nicht, ob ich 500 Folgen gemacht hätte. Oder jetzt 420. Ich glaube, das ist die 420. Folge jetzt. Weiß ich nicht, ob ich da das geschafft hätte, dann 500 Folgen zu machen. Aber so macht's richtig Laune. Morgen Abend auch wieder Livestream und ich kann schon mal so viel sagen, wenn meine Mods, die ich jetzt gemacht habe, also das Transportpack und auch das Zwischenlager, wenn die vernünftig durchlaufen, irgendwo muss da auf diesem, mein Gott, ist das ein riesiges Feld. Also wenn die Tests gut verlaufen, im Singleplayer verläuft das gut, im Singleplayer gibt es keine Fehler, dann lade ich das am Wochenende hoch und dann muss ich nochmal gucken, wie lange LS Mod Company braucht, um den Link dann freizugeben. Und dann könnt ihr das haben. Dann könnt ihr euch das runterladen. So. In der ersten Version wird es nur dieses eine Zwischenlager geben.
und in weiteren Versionen später wird es dann noch ein Zwischenlager auf jeden Fall oben für die Holzindustrie geben und mal gucken, was noch so für Ideen und Vorschläge kommen. Es hatte schon mal jemand die Molkerei ins Gespräch gebracht. Ja, mal gucken. Mal sehen, da wüsste ich im Moment nicht, wo ich es genau hin platzieren soll, aber möglich ist vieles. Ich werde keine Zwischenlager erstellen für irgendwelche Produktionen, die jetzt dicht am Zentrallager sind. Das macht keinen Sinn. Aber für Produktionen, die weiter weg sind, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, müssen wir mal schauen. Gleich mal gucken, ob wir nicht einfach diese Überladewagen benutzen. Hier fürs. Ich muss gleich nochmal gucken, ob ich die leer kriege. Ob ich die Überladewagen entladen kann ins Silo. Was hinten hinterm Dünger und hinter den Saaten steht, weil ich habe ja jede Menge Überladewagen. Und da muss ich mal schauen, wie viel Drescher ich denn einsetze. Ob ich jetzt nur alle vier nehme oder ob ich mir noch neue kaufe für das Feld, ich kann es noch nicht sagen. Aber das sehen wir dann. Ich habe übrigens noch ein bisschen an meinen Toneinstellungen gebastelt, weil mir aufgefallen ist, dass ich manchmal doch sehr leise rede und dann der Spielesound überwiegt. Und ich habe da jetzt mal mit einem Kompressorfilter gearbeitet, den ich in OBS Studio eintragen kann oder einbauen kann praktisch. Und der sollte eigentlich auch, ein Kompressor kann ja einerseits, sagen wir mal, wie so ein Limiter wirken, das heißt, dass er hohe Schallpegel komprimiert und leiser macht, dass man jetzt, sagen wir mal, nicht immer übersteuert. Aber er kann genauso gut, kann er leise Stimmen oder leise niedrige Schallpegel, kann er auch anheben. Und ja, ich hoffe, dass es mir in den Einstellungen so hinhaut. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mich gut verstehen könnt. Weil dann brauche ich auch nicht immer laut reden, was ich zwar oft mache, aber dann kann ich auch mal ein bisschen leiser reden. Also so wie jetzt zum Beispiel, jetzt rede ich eigentlich relativ leise, das hätte man früher kaum verstanden. Und ja. Lasst es mich wissen, ob die Qualität gut ist. Wenn nicht, nehme ich ihn wieder raus oder versuche nochmal die Einstellung ein bisschen anzupassen. Aber eigentlich war das so mein Ziel, dass ich den möglichst gleichbleibenden Pegel von meiner Stimme habe. Dass ihr mich gut verstehen könnt. So. Jetzt mal gucken, kann ich den hier auch abkippen mit dem Überladewagen? Wahrscheinlich nicht. Wenn überhaupt, kann ich ihn wahrscheinlich nur mit dem Überladerohr da reinbringen, oder? Ja, okay, der hat keinen Tipptrigger. Das war ja irgendwie fast zu erwarten. Ansonsten muss ich den einfach mal überladen in einen, was weiß ich, Class Cargos oder so. Das wird wahrscheinlich das Einfachere sein, weil ich sehe eigentlich nicht ein, dass ich jetzt noch neue Überladewagen kaufe, wenn ich hier irgendwie drei Stück habe oder fünf oder wie viel auch immer ich hier gerade habe. Das geht wahrscheinlich nicht, kann ich wahrscheinlich da nicht direkt rein.
tippen. Jetzt muss auch noch ein Fahrzeug vor, oder wie muss das? Oder was muss ich da jetzt? Was habe ich da zu erwarten? Wieso kippt der das da nicht rein? Frag mich nicht, warum ich jetzt so rumfahre. Hat sich so ergeben. Ich muss hier doch abkippen können. Oder geht das bei den Cargos nicht? Doch, eigentlich kann der Cargos doch alles laden, oder nicht? Also so habe ich den ja umgeschrieben. Aber vielleicht auch nicht. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Jetzt muss ich mal gucken. Alles laden. Muss ich doch noch Überladewagen kaufen, wa? Das geht mir auf den Sack. Kaufe ich den Bergmann? Kaufe ich zwei von den Bergmann. Überladewagen soll das wohl reichen. So. Okay. Dann bereiten wir mal schon mal so ein bisschen die Ernte vor. Wie weit sind eigentlich unsere Felder? Ja. Noch nicht in der letzten Stufe erntereif, aber bald erntereif. Vielleicht kaufe ich auch noch ein paar Drescher, damit wir ein bisschen schneller ernten können. Haben wir denn überhaupt alles angesehen? Ich habe ja hier so mega viel Hafer angesehen, auf Feld 26 aus Versehen. Also wir haben Weizen bis nach Meppen. Gerste. Ein Feld Gerste nur. Ne, zwei Felder Gerste. Raps habe ich zwei Felder angesät. Mais habe ich noch angesät. Können wir da unten schön alles in die Dingenskirchen bringen. Super. Hafer haben wir ganz viel. Roggen haben wir. Und das war, damit war die Zeit auch schon um.
Hopfen haben wir natürlich auch zwei Felder. Was ich denn noch nicht? Ach, Zuckerrüben. Ja, Zuckerrüben wie immer da oben. Gut, alles klar. So, für heute war es das erstmal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ja. Kommt auch gerne morgen beim Livestream vorbei. Morgen gibt es auf jeden Fall ganz normal, auch um 10 Uhr wieder wie gewohnt, die alltägliche Folge. Und wie gesagt, morgen Abend 19 Uhr Livestream. Und Samstagabend auch 19 Uhr Livestream. Und dann schauen wir mal. Und wenn Freitagabend im Livestream alles gut geht mit meinen neuen Mods, dann lade ich die Samstag dann. Ne, den wollte ich nicht abkuppeln. Dann lade ich die Samstag hoch. Oder vielleicht Freitagnacht noch oder so. Mal gucken, kann ich noch nicht versprechen. Und dann hängt es aber eben davon ab, was die Alice Mod Company macht. Wie lange, weil ich werde das, also ja, ich werde es bei Uploaded hochladen. Ich weiß, jetzt gibt es wieder Leute, die da sagen, ist scheiße und so. Ja, tut mir leid. Aber trotzdem, ich werde es bei Uploaded hochladen. Das Zwischenlagerpaket ist auch gar nicht so groß. Das ist schnell unten. Das Fahrzeugpaket ist ein bisschen größer. Ja, gebe ich zu. Das kann dann vielleicht ein bisschen dauern. Aber ist so. Naja, auf jeden Fall, den Link gibt es dann bei der Alice Mod Company. Und dann könnt ihr die Sachen da runterladen. Ich weise dann natürlich auch hier in den Videobeschreibungen und dann später auch in der Streambeschreibung und so, weise ich natürlich darauf hin und so. Da gibt es dann auch einen Link drin und so. Alles klar, ich bedanke mich erstmal bei euch und sage ciao, bis morgen.